Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf damit in die Tagesordnung eintreten. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 28. Tagesordnungspunkt 28 ist die Drucksache 20/180, ist der Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, nachhaltige Landwirtschaft in Hessen weiter fördern und unterstützen. Und ich darf das Wort der Abgeordneten Müller-Witzenhausen, dem Abgeordneten Müller-Witzenhausen für die Fraktion der Grünen erteilen. Herr Müller, Sie haben das Wort, bitte schön. Ja, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Antrag für eine nachhaltige Entwicklung der hessischen Landwirtschaft wollen wir mit der Fortsetzung des erfolgreichen Ökoaktionsplans starten. Dafür werben wir selbstverständlich um Unterstützung bei allen Fraktionen hier im Hessischen Landtag. Wir wollen dabei den bewährten Weg fortsetzen und setzen auf Anreize und freiwillige Maßnahmen für alle hessischen Bäuerinnen und Bauern. Und mit alle meine ich auch alle, egal ob Ökobetrieb oder konventionell. Wir wollen eine nachhaltige Landwirtschaft für alle landwirtschaftlichen Betriebe in Hessen. Und wir wollen den Anteil der Ökobetriebe dabei noch weiter steigern. Im Koalitionsvertrag haben wir dafür das Ziel 25% Ökolandbau bis 2025 ausgegeben. Das ist ehrgeizig, aber auf jeden Fall machbar. Die Bundesregierung möchte mittelfristig 20% erreichen. Damit unterstützen wir auch die Bundesregierung hier aus Hessen bei diesem Vorhaben und übernehmen auch für dieses Ziel eine Mitverantwortung. Und darum haben wir uns auch vorgenommen, dass Hessen Ökomodellregion Deutschlands werden soll. Warum überhaupt dieses Ziel? Warum setzt man sich dieses Ziel? Der Ökolandbau verzichtet auf synthetisch hergestellte Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel. Damit leistet er einen erheblichen Beitrag zur Einsparung von fossilen Brennstoffen und damit zum Klimaschutz. Gleichzeitig wird die Belastung der Gewässer durch Nitratauswaschung und negative Auswirkungen auf Ökosysteme vermieden. Das bundeseigene Thünen-Institut hat in seiner aktuellsten Studie zu einem Systemvergleich 580 Studien ausgewertet und kommt dabei zu folgendem Ergebnis. Bei den Leistungen für Umwelt und Gesellschaft liegt der Ökolandbau in den Bereichen Wasserschutz, Klimaschutz und Stickstoff- und Energieeffizienz deutlich vor der konventionellen Landwirtschaft. Bei den meisten Förderprogrammen im Agrarumweltbereich müssen zusätzliche Kontrollen und Dokumentationen erstellt werden, damit sie von der EU als Agrarumweltmaßnahme akzeptiert werden. Der Ökolandbau, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bringt systembedingt seine eigene und vor allem selbstfinanzierte Kontrolle mit. Dadurch entfallen Bürokratie und zusätzliche Kontrollkosten. Das müsste eigentlich jeden Politiker hier im Raum erfreuen. Wir haben in unserer Koalitionsvereinbarung aber auch Umweltförderung für Betriebe vorgesehen, die den Schritt zum Ökolandbau nicht gehen wollen. Sie bekommen Anreize, ihre Produktionsweise den neuen Erfordernissen anzupassen. Dazu gehört unter anderem auch der Programmpunkt Vielfältige Fruchtfolge, den es auch in der letzten Legislaturperiode gab. Ich freue mich ganz besonders, dass dieser Programmpunkt jetzt in der Koalitionsvereinbarung verankert ist. Das Programm war nämlich in der Vergangenheit so beliebt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausgereicht haben. Dieser Programmpunkt leistet Erhebliches für den Erhalt der Biodiversität, besonders durch den Wechsel der Fruchtfolge von Sommer- und Winterungen und durch den Wechsel von Hackfrüchten zu Getreide. Dadurch finden Flora und Fauna optimale Bedingungen und haben viel größere Überlebenschancen. Gleichzeitig ist der spart man durch den vorgeschriebenen Anbau von Leguminosen große Mengen an Stickstoffdünger und vermindert dadurch auch Importe von Soja aus Übersee. Die Praxis zeigt, dass unter den Teilnehmern an diesem Programmpunkt ein großes Interesse an Umstellung auf Ökolandbau erzeugt wird.
Somit wird mit dem Programmpunkt nicht nur direkt etwas für die Biodiversität erreicht, sondern wir schaffen auch weitere Anreize für die Umstellung auf Ökolandbau. Aber man muss wirklich, sollten alle wirklich zur Kenntnis nehmen, es ist so, dass allen Bäuerinnen und Bauern alle Umweltprogramme angeboten werden. Das ist gut so und gewollt. Denn jeder Betrieb, egal ob öko oder konventionell, kann sich noch verbessern. Ein wichtiger Punkt im heutigen Antrag ist die Einführung eines Praxisforschungsnetzwerkes, ein kompliziertes Wort für den ökologischen Landbau in Hessen. Mit einem Praxisforschungsnetzwerk soll erreicht werden, dass die vielfältigen Aktivitäten von sogenannten Pilotbetrieben, das sind besondere Betriebe, die besondere Bedingungen mitbringen, sowohl von der Ausbildung der Betriebsleiter her als auch von der technischen Ausstattung ihrer Betriebe, mit den beiden Agrarunis zusammen, mit der Ökoberatung des Kuratoriums und mit den Anbauverbänden soll hier die Praxisforschung koordiniert werden. Die Ergebnisse der Praxisforschung sollen darüber allen Betriebsleitern, allen, auch wieder den konventionellen Betrieben, zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig sollen Impulse aus den landwirtschaftlichen Betrieben aufgenommen und bearbeitet werden. Hier noch ein Hinweis. Die öffentliche Hand in Deutschland gibt lediglich 3% der Agrarforschungsmittel für den Bereich des ökologischen Landbaus aus. Also noch deutlich weniger als der derzeitige Anteil der Ökobetriebe, der heute schon vorhanden ist. Den Haupthebel dafür hat aber die Bundesregierung dafür in der Hand, und die verteilt die Mittel vollkommen unzureichend. Das muss sich ändern. Es gibt bei der Ökolandbauforschung auch deutlich weniger Drittmittel aus der Industrie, weil in der Regel bei dieser Forschung keine Produktentwicklung herauskommt, mit denen die Industrie hinterher Geld verdienen kann. An dieser Stelle ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es der Koalition von CDU und GRÜNEN in der Vergangenheit sehr gut gelungen ist, Gräben zuzuschütten zwischen konventionellen Landwirten und Ökos. Wer anderes behauptet, hat die Entwicklung der letzten Jahre nicht wahrgenommen. Und er sollte sich zukünftig besser bei uns Bauern erkundigen als bei der Industrie. Brücken bauen zwischen den verschiedenen Produktionsmethoden und ihren Akteuren war die Devise von Ministerin Hinz. Das ist ihr außerordentlich gut gelungen in der Vergangenheit. Vielen Dank dafür, Frau Staatsministerin Hinz. Es ist ja schon mehrfach thematisiert worden, dass es mit mir nur noch einen Landwirt im Hessischen Landtag gibt. Ich finde das schade. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn der gesamte Berufsstand mehr Aufmerksamkeit bekommen täte und auch mehr Wertschätzung, und zwar hier im Haus als auch in der Bevölkerung. In Witzenhausen, wo ich jetzt über 30 Jahre meines Berufslebens einen landwirtschaftlichen Betrieb geleitet habe, haben wir außerordentlich gut mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, egal ob konventionell oder ökologisch. Wir haben uns gegenseitig geholfen, Erfahrungen ausgetauscht, Maschinengemeinschaften gegründet. Im Bodenverband Werra-Meißner-Kreis arbeiten konventionelle und ökologische Kollegen sehr gut zusammen im Vorstand und in der Mitgliedschaft. Der Hessische Bauernverband hat einen Ökofachausschuss, der sich intensiv mit den Belangen des Ökolandbaus befasst. Im Kuratorium für das landwirtschaftliche Beratungswesen habe ich jahrelang mitgearbeitet. Dort tauschen sich Ökoberater mit konventionellen Beratern gut aus. Auch dort ist überhaupt kein Platz für ideologische Grabenkämpfe. In der Arbeitsgruppe Bauernhof als Klassenzimmer, da war ich auch jahrelang dabei, das gleiche Bild. Hier geht es darum, Schul- und Kindergartenkindern zu vermitteln, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie hergestellt werden. Das hilft dabei, den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln zu lernen. Und auch hier wollen wir die erfolgreiche Arbeit unbedingt fortsetzen. Und ich möchte mich hier ausdrücklich bei allen Akteuren vom Bauernhof als Klassenzimmer, vor allem bei den Bäuerinnen und Bauern, für ihre Arbeit bedanken. Sie haben in der Vergangenheit ganz Hervorragendes geleistet, und das wollen wir auch weiter im Ökoaktionsplan unterstützen.
Meine Damen und Herren, als Ökobauer habe ich vollstes Verständnis dafür, dass nicht jeder Betriebsleiter den Schritt der Umstellung gehen will oder kann. Aber ich habe erlebt in meiner praktischen Erfahrung als Landwirt, dass insgesamt die Bäuerinnen und Bauern in Hessen eine riesengroße Bereitschaft mitbringen, sich den Herausforderungen von Umwelt- und Klimaschutz zu stellen und an einer Verbesserung der Lage mitarbeiten wollen. Dort bei dieser Bereitschaft müssen wir sie alle abholen und mit unserer nachhaltigen Landwirtschaftspolitik diese Prozesse unterstützen. Dafür werbe ich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Ich darf Ihnen gratulieren. Das war die erste Rede hier im Plenum des Hessischen Landtages. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank vom ganzen Haus. Als nächste Rednerin darf ich aufrufen die von mir sehr geschätzte Abgeordnete Knell von der Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön, liebe Frau Knell. Lass das mal unkommentiert. Ja, der Landtagspräsident hat Geschmack. Verehrte Frau Kollegin Held, das geht noch nicht von der Redezeit ab. Das kann ich Ihnen zusichern. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ein ernstes Thema, deswegen kommen wir jetzt einmal darauf zurück. Ich finde es gut, dass wir heute die Gelegenheit haben, über die Landwirtschaftspolitik der nächsten 5 Jahre zu diskutieren. Um es vorwegzunehmen, der hier vorliegende Antrag zeigt das ganze Dilemma, dem Schwarz-Grün in diesem Politikfeld unterliegt. Insbesondere die einseitige ideologische Ausrichtung der GRÜNEN kommt in dem Antrag trotz anderslautender Lippenbekenntnisse gut raus. Man hat den Eindruck, dass die Koalition nach dem Prinzip Stricken arbeitet. Eine Reihe CDU, 2 Reihen GRÜNE, und schon werden 3 Bauern fallen gelassen. Übersetzt heißt das, die CDU beharrt darauf, dass festgestellt wird, dass alle Landwirte fair behandelt werden. Nach dieser Feststellung dürfen dann die GRÜNEN 2 Absätze mit dem Thema Ökolandwirtschaft füllen, nur um dann noch einmal in einem Satz dann festzuhalten, dass man ja alle Landwirte unterstützen will, und gefolgt von weiteren 2 Absätzen Fördermaßnahmen für Ökobauern. Das Strickmuster der Koalition hat aber erhebliche Löcher. Es versteift sich einseitig auf die Frage des Ökolandbaus, lässt aber wichtige Bereiche, die dann für alle Landwirte wichtig wären, vollkommen außer Acht. Die einseitige Ausrichtung der Koalition vergisst vollkommen, welche Herausforderungen sich an die Landwirte stellen. Es ignoriert, welche Stimmung bei den Familien auf den Höfen herrscht, wie enttäuscht und alleingelassen sich diese von der Politik und insbesondere von dieser Landesregierung fühlen. Wo ist denn die Antwort? Wo ist denn die Antwort der Landesregierung auf das große Problem der Überbürokratisierung, das ganz besonders die kleinen Betriebe trifft? Die Landwirte wollen bei ihren Tieren oder auf dem Feld sein und nicht ständig im Büro sitzen. Dazu nichts in ihrem Antrag. Stattdessen immer mehr Förderprogramme, die die bürokratischen Anforderungen immer weiter in die Höhe treiben. Bürokratieabbau sehen sie im Koalitionsvertrag immer nur bei der EU. Es ist immer Wohlfall, bei den anderen anzumahnen, statt bei sich selbst zu beginnen. Wir müssen die Frage des Bürokratieabbaus endlich angehen und nicht nur darüber reden. Viele Landwirte beklagen zu Recht überbordende Regulierung und bürokratische Hürden, die Investitions- und Produktionskosten unnötig erhöhen und zusätzlichen Arbeitsaufwand schaffen. Der Verwaltungs- und Kontrollaufwand steht häufig in keinem akzeptablen Verhältnis zu den Fördersummen und den Anforderungen an die Begünstigten. Wo ist denn Ihr Konzept, die Verwaltungsstruktur für die Förderprogramme zu optimieren und eigene Förderprogramme auf minimalen Aufwand für Begünstigte und Verwaltung auszurichten? Weiterhin ist viel zu lesen über die Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutz und Düngemittel.
Da reden Sie von der Wiedereinführung des Programms vielfältige Ackerkulturen. Das kann man machen, aber wenn es um die Frage des effizienten Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln geht, dann lassen Sie den ganzen Bereich der Präzisionslandwirtschaft und der Digitalisierung der Landwirtschaft vollkommen außer Acht. Die moderne Landwirtschaft und die junge Generation von Landwirten möchte doch auch nachhaltig arbeiten, wie im Übrigen auch jede Generation von Landwirten davor auch ihre Böden schützen wollte. Die Politik von Bundes- und Landesebene tut aber eben gerade nichts dafür, den technologischen Fortschritt zu nutzen, um Verbesserungen beim Einsatz von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln zu erreichen. Stattdessen propagieren Sie in Ihrem Antrag ein Zurück in die Zukunft. Wir wollen den technologischen Fortschritt nutzen, um nachhaltiger zu werden. Ein Beispiel ist die sogenannte teilflächenspezifische bedarfsorientierte Stickstoffdüngung. Ein optischer Sensor misst dann die Lichtreflexion einer Pflanze und ermittelt somit ihre Stickstoffversorgung während der Fahrt über den Acker. Der Stickstoffbedarf wird dann an den Bordcomputer des Treckers übermittelt. Folglich wird dann stickstoffbedarfsgerecht ausgebracht. Eine Über- oder Unterversorgung wird somit vermieden. Und schon jetzt sind Landmaschinen vielerorts hochtechnologisierte Geräte. Autonomes Fahren ist längst auch für die großen Traktorenhersteller ein Thema. Mithilfe von GPS und Umgebungskameras steuern Traktoren selbstständig und präzise über das Feld. Große Mengen an Pflanzenschutzmitteln können eingespart werden, wenn mittels künstlicher Intelligenz der Bedarf für jede einzelne Pflanze individuell ermittelt wird. Und im Vergleich zu pauschalen Verboten einzelner Mittel ist das eine wirklich innovative Methode, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verringern. Dazu kann man in Ihrem Antrag leider nichts lesen und auch nichts zum Ausbau der digitalen Infrastruktur, den die Landwirte dafür dringend benötigen. Und wir sind im Gespräch mit Landwirten. Und, werter Herr Kollege Müller, Sie sind auch, glaube ich, nicht der einzige Landwirt hier in diesem Hause. Der Kollege John ist doch auch aus Ihrem Kreis und meines Wissens nach auch Landwirt. Und auch andere haben die Kompetenzen, da mitzusprechen. Ja. Stattdessen werden planwirtschaftliche Flächenziele ausgegeben. Die Ökoanbaufläche soll bis 2025 25% betragen, wurde eben gesagt. Warum denn 25% und nicht 30% oder 35%? Was sollen denn solche Vorgaben? Sie sind rein ideologisch motivierter und subventionierter Umbau der Landwirtschaft, ohne dass wir auch einmal darüber reden, ob das denn überhaupt alles sinnvoll ist. Ist es z. B. sinnvoll, die wichtigste und begrenzte Ressource, die wir in der Landwirtschaft haben, den Boden, ob der überhaupt durch eine extensive Landwirtschaft ausreichend dann vorhanden ist. Wenn am Ende durch die biologische Nahrungsmittelproduktion die Ökobilanz schlechter ausfällt, weil sie für die Produktion der gleichen Menge Nahrungsmittel sehr viel mehr Boden verbraucht, dann muss man sich schon fragen, ob der immer weitere subventionsgetriebene Ausbau Sinn macht oder ob wir nicht eher dazu kommen sollten, dass wir, wie ich beschrieben habe, im Bereich des technologischen Fortschritts im konventionellen Landbau Verbesserungspotenziale durch gezielte Förderung heben. Wir Freie Demokraten stehen für eine diskriminierungsfreie Förderung der Landwirtschaft. Wir wollen wirkliche Fairness zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft schaffen und einseitige Bevorzugungen beenden. Die ökologische Landwirtschaft findet einen Markt, wenn der Verbraucher von der Qualität der Produkte überzeugt ist. Der Verbraucher entscheidet aber allein darüber, ob er die Produkte kaufen möchte. Und aufgrund des Staates, Aufgabe des Staates ist es, für die einwandfreie Qualität der Produkte zu sorgen. Zusätzlich wollen wir Freie Demokraten Vermarktungsnetzwerke für regionale Produkte, und zwar egal, ob sie konventionell oder biologisch produziert wurden, fördern, um unsere heimische Landwirtschaft zu stärken und regionale Wertschöpfungsketten zu schaffen. Hier sind wir mit der Koalition zumindest einig. Insgesamt ist Ihr Antrag genau das, was Thorsten Schäfer-Gümbel in der letzten Plenarrunde hier beschrieben hat. Es ist der gute Wohlfühlpopulismus. Negative Seiten sowohl Ihrer eigenen Politik als auch negative Einflüsse anderer Ebenen werden einfach komplett ignoriert. Der Antrag bietet nicht nur keine Aussage zum Bürokratieabbau, auch zur Neugestaltung der Ausgleichszulage, die erhebliche Unruhen bei den Landwirten bis hin zur Befürchtung eines Hilfesterbens auslöst, sagen Sie leider keinen Ton. Wie Sie das 2,5-Hektar-Ziel angesichts der Herausforderungen und der flächenintensiven Ökostrategie erreichen wollen, kein Ton. Wie Sie die 25% Ökoanbaufläche erreichen wollen, kein Ton.
Nichts zur Digitalisierung, nichts zum Tierwohl. Ein reiner Wohlfühlpopulismusantrag, der die Familien auf den Höfen einmal mehr zum Erfüllungsgehilfen ihrer grünen ideologischen Agenda macht. Der die Gesellschaft spaltet in gute Bauern und schlechte Bauern, in gute Verbraucher und schlechte Verbraucher. Wir sind uns einig im Ziel, dass wir eine nachhaltige, moderne Landwirtschaft, die auch familiengeprägt sein soll, wollen. Ihre Wege sind aber die falschen und werden den Strukturwandel immer weiter treiben. Das Traurigste dabei ist, dass die CDU diesen Weg mitgeht, den die GRÜNEN hier vorgeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Knell. Als Nächstem darf ich das Wort dem geschätzten Kollegen Heinz Lotz übergeben. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Müller, zunächst noch einmal zur Klarstellung. Frau Knell hat es gerade erwähnt. Sie sind nicht der einzige Landwirt. Der Kollege Knut John aus Ihrem Wahlkreis ist auch Landwirt, und die Frau Dr. Sommer ist auch an einer Landwirtschaft beteiligt und arbeitet dort mit. Also, es gibt mehrere hier in den Fraktionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie erkennt man, dass in Hessen der Frühling kommt? Die Schönwetteranträge von CDU und GRÜNEN nehmen zu. Und um für unsere Landwirte zu sprechen, sonniges Wetter haben wir 2018 reichlich, aber das war nicht gut, im Gegenteil. Auch wenn dieser Antrag ganz klar zu den Schönwetteranträgen gehört, bin ich froh, dass wir heute über nachhaltige Landwirtschaft in Hessen diskutieren. Es dürfte jedem klar sein, dass Agrarpolitik auch immer Umweltpolitik ist. Denn Landwirtschaft hat immer erhebliche Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Klima. In ganz Europa, auch in Hessen, demonstrieren junge Menschen für Umwelt- und Klimaschutz. Wir haben im Hessischen Landtag im vergangenen Plenum darüber gesprochen, wie wir die Schüler am besten sanktionieren. Reden wir doch lieber mal darüber, warum diese jungen Leute auf die Straße gehen. Jetzt haben wir auch ein konkretes Beispiel. Der Antrag hat zwar viel Luft zwischen den Zeilen, das müsste aber für die Diskussion, die wir heute hier führen und zukünftig wahrscheinlich auch noch, nicht schlecht sein. Wir sind es nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den Verbrauchern und Landwirten schuldig, uns mit einer nachhaltigen Landwirtschaft ernsthaft und mutig auseinanderzusetzen. Aber genau dieser Mut fehlt dem Antrag. Dass die CDU beim Thema Landwirtschaft resigniert hat, sind wir ja gewöhnt. Aber von den GRÜNEN hätten wir mehr erwartet. Stattdessen haben wir einen so dahingeschwurbelten Antrag ohne Ideen für die Zukunft und ohne Mut. Aber nicht einmal das Thema Insektenschutz findet sich in diesem Antrag wieder. Dabei hätte der Antrag durchaus einiges hergegeben. Das sieht man an zwei alten SPD-Forderungen, die im Antrag aufgenommen wurden. Zum einen die Ausweitung der Ökomodellregion auf ganz Hessen und zum anderen die Bedingungen für Fördermittel. Ja, wir haben nie bestritten, dass die Maßnahmen in den Ökomodellregionen in die richtige Richtung gehen. Aber wir haben den Wettbewerbsnachteil kritisiert, wenn nur bestimmte Regionen in Hessen gefördert werden. Deshalb haben wir eine Ausweitung der Förderung auf ganz Hessen gefordert. Gut, dass diese Forderung nun auch in der Regierungskoalition angekommen ist.
Des Weiteren haben wir in der Vergangenheit immer wieder den Leitsatz öffentliches Geld für öffentliche Leistungen hervorgehoben und darauf hingewiesen. Betriebe, die sich für Tierschutz, Schutz von Gewässern, Klima und Böden, dem Insektenschutz, aber auch für faire Arbeitsbedingungen einsetzen, sollen auch besonders gefördert werden, besonders wenn es dort um EU-Fördermittel geht. Auch diese Verknüpfung hat den Weg in den Antrag gefunden. Aber das reicht aus unserer Sicht nicht. Denn genau das ist der Punkt, an dem die Regierungskoalition mehr Mut hätte zeigen können, besonders beim Thema Klimaschutz. Agrarwirtschaft braucht biologische Vielfalt. Gleichzeitig sind manche Betriebe aber auch die größte Gefahr für diese Vielfalt. Ich halte es in Ihrem Antrag für nachdenkens- und überlegenswert, wenn man suggeriert, ökologische Landwirtschaft sei mit Klimaschutz gleichzusetzen. Das kommt allein durch den größeren Flächenbedarf eines ökologischen Betriebs vielleicht gar nicht so hin. Und da sind wir bei den gezielten Förderungen, von denen Sie in Ihrem Antrag 3, 4, 5 Mal schreiben. Zwar schreiben Sie zu Recht, dass unter Punkt 7 von der Verknüpfung von Fördergeldern mit Maßnahmen für die Allgemeinheit zu rechnen ist. Da steht aber auch etwas von Klimaschutz. Aber woran liegt es denn, dass es mehr EU-Fördergelder für Flächen als für Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit gibt? Hier hätten sich die GRÜNEN, bevor sie mit der CDU einen gut gemeinten Antrag schreiben, mal die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner vorknöpfen sollen. In der Großen Koalition, hören Sie zu, meine Damen und Herren, hören Sie zu, in der Großen Koalition blockiert nämlich Frau Klöckner den Umweltschutz wie keine andere. Und dann sind wir beim Thema Mut. Dann haben wir beim Thema Mut nämlich unsere Bundesumweltministerin Frau Schulze. Die hat nämlich, meine Damen und Herren, hören Sie zu, die hat nämlich ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, das wirklich mutig ist. Hier ist klar geregelt, dass jedes Ministerium einen Plan zum Klimaschutz vorlegen muss. Und besonders natürlich auch das Landwirtschaftsministerium. Und wenn es Frau Klöckner nicht gelingt, den Klimaschutz in der Landwirtschaft einzuhalten, dann muss auch das Ministerium entsprechend für den Schaden aufkommen. Das wäre im Prinzip ein mutiges Signal aus Hessen gewesen. Hätte drin gestanden, wir werden Hätte in diesem Antrag drin gestanden, wir werden die nächsten 2 Jahre verbindliche Klimaschutzziele gemeinsam mit der hessischen Landwirtschaft erarbeiten und umsetzen, dann wäre das mutig gewesen, meine Damen und Herren. Aber es ist ja Frühling. Es ist ja Frühling, und da müssen Anträge wettertauglich sein. Und es wäre ein starkes Signal aus Hessen, wenn Frau Hinz klar gegen diese Blockadehaltung im Bundeslandwirtschaftsministerium sich positioniert. Wenn wir einmal fragen würden, wo denn die überfällige Ackerbaustrategie des Landwirtschaftsministeriums bleibt, und dann lese ich von Ihnen den Satz aus dem Antrag, ich glaube, weniger Mut geht nicht. Da heißt es, der Landtag bekräftigt, dass die Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft steht und weiter verankert werden muss. Ich weiß ja, dass diese Koalition besonders viel Wert auf schön klingende Formulierungen legt. Aber hier wird der Urlaub auf dem Bauernhof dargestellt, als würden wir den Hunger in der Welt damit lösen. Meine Damen und Herren, einen zahnloseren Satz kann
kann man den Landwirten in Hessen nicht liefern. Machen wir es kurz. Auch die SPD steht natürlich zum Leitbild einer familiengeprägten bäuerlichen Landwirtschaft. Aber dieses System ist kein Selbstläufer. Allein in Deutschland schließen jährlich 10.000 Betriebe ihre Tore. Wie in jedem Wirtschaftszweig ändern sich ständig die Rahmenbedingungen. Wenn wir wollen, dass die Betriebe Umwelt- und Klimaleistungen erbringen, ohne die Haltungsbedingungen für Tiere oder die Haltungsbedingungen für Tiere zu verbessern, müssen wir uns darum kümmern, dass sich das für den Landwirt lohnt. Nur wer mit Umwelt- und Klimaleistungen Geld verdient, wird auch in diesen Bereichen weiter investieren. Das gilt natürlich auch für die geplante 25-prozentige Ökolandbaufläche. Das wird wohl kaum jemand ehrenamtlich machen. Abschließend muss ich noch eines sagen. Wir können hier viele schöne Wörter verlieren. Es ist alles nichts wert, wenn das Ministerium ständig Alleingänge unternimmt. Nehmen wir den Kastenstandserlass, die Glyphosat-Ausstiegsstrategie, der Umgang mit dem Landgestüt Dillenburg, das Hessische Wassergesetz oder die Änderung des Schulmilchprogramms. Da mögen manche gute Ansätze dabei sein, aber sind irgendwelche Erfolge sichtbar? Wie ist es mit der Biodiversität in Hessen? Wie ist es mit dem Grundwasser? Ist es sauberer geworden oder hat die Qualität der Böden zugenommen? Alles, glaube ich, nichts. Wir unterstützen nachhaltige Landwirtschaft, aber diesem Antrag in dieser Form können wir nicht zustimmen. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lotz. Als nächster Redner hat sich zu Wort gemeldet der Abg. Schenk für die Fraktion der AfD. Herr Abg. Schenk, Sie haben das Wort. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Werte Gäste auf der Tribüne, ein paar klare Worte an die Regierungskoalition von der echten Opposition. Das kann ich Ihnen nicht ersparen. Ihr Antrag mit Blick auf die Substanz ist Blendwerk und Wahlkampfgetöse. Wenn Sie in anbiedernder Manier die Idylle der familiengeprägten bäuerlichen Landwirtschaft propagieren, die, wie Sie sagen, ihre Unterstützung verdiene. Die familiengeprägte bäuerliche Landwirtschaft gab es überall in Hessen, in jedem Dorf. Wer heute mit offenen Augen über Land fährt, sieht Zehntausende ehemalige Vollerwerbsgehöfte. Dort haben Sie das Höfesterben direkt vor Augen. Sie, verehrte Kollegen von der CDU, haben zusammen mit Ihrer Schwesterpartei CSU 49 Jahre den Bundeslandwirtschaftsminister gestellt. Darüber hinaus alleine in westdeutschen Flächenländern in Summe über 250 Jahre Landwirtschaftsminister. Wie konnte es dazu kommen, frage ich Sie, dass der Schutz der heimischen Landwirtschaft aufgegeben und zum Bauernopfer auf dem Brüsseler Verhandlungstisch wurde? Über diesen Verhandlungstisch hat man sie wohl offenbar gezogen. Agrarpolitik aus Brüssel war wohl der Preis für schrankenlosen Export von Industrie und Handel. Brüsseler Agrarpolitik war und ist gerichtet auf Landwirtschaft im industriellen Maßstab, Kontrolle und Subventionen nach Gießkannenprinzip, große Flächen, große Stückzahlen. Von 1980 bis heute haben über 140.000 landwirtschaftliche Betriebe allein in Hessen aufgegeben. Sie mussten aufgeben.
In der alten Bundesrepublik sind es über 1,2 Millionen von ehemals über 1,5 Millionen. Da ist also nicht mehr allzu viel übrig. Extreme Preisschwankungen, teils bis unter die Produktionskosten, immer weitere gesetzliche Auflagen und Dokumentationspflichten bezüglich baulicher Voraussetzungen, insbesondere bei der Nutztierhaltung und kumulierende bürokratische Gängelungen im Ackerbau überfordern viele Betriebe. Durch falsche Beratung und Förderprogramme verleitet, haben sich viele Betriebe hoch verschuldet, in Großanlagen investiert, sich spezialisiert auf Milchviehhaltung, Rinder, Schweinemast oder Großhühnerställe usw. So die können nicht einfach aufhören, wenn sie nicht alles verlieren wollen. Die gläserne und am Brüsseler Subventionstopf hängende Landwirtschaft wurde geschaffen. Die geringe Wertschätzung dieser Regierung für die heimische Landwirtschaft zeigt sich in der Erwähnung in nur wenigen dürren Zeilen und Sätzen des ansonsten mit 8.500 Zeilen vollgestopften Koalitionsvertrages. Randbemerkung an die CDU. Sie wollen Schutzheilige der Bauern sein. Wertschätzung zeigt sich aber auch nun einmal in materieller Absicherung. Die landwirtschaftliche Altersrente liegt im Durchschnitt bei 476 €. Ich wiederhole, 476 €. Für den Ehegatten gibt es dann noch einmal gnädigerweise 270 € drauf. Und das alles für ein extrem hartes Arbeitsleben, 7 Tage ohne Urlaub, ein Leben lang. Das ist ein Skandal ohnegleichen. So sieht also die Respektrente à la CDU aus. Wer anders als Sie hat diese katastrophale Bilanz zu vertreten? Es ist doch das Ergebnis von über 300 Jahren CDU-CSU-Landwirtschaftsministern. Aber zurück zur grünen Agenda, in der Landwirtschaftspolitik und in Ihrem Antrag. Man liest vielfältig, nachhaltig, umweltfreundlich, Biodiversität und die bekannte oberlehrhafte grüne Belehrungsrhetorik. Öko-Aktionsplan, Öko-Landbau, Öko-Umstellung, Öko-Modellregion und der obligatorische Klimaschutz darf natürlich nicht fehlen. Hier kommt die schulschwänzende Greta mit ihrem kindlichen Weltrettungsplänen ins Spiel. Ja, das muss man mal sagen. Also, die Bauern sollen nicht nur dafür zuständig sein, dass eine breite Palette gesunder Lebensmittel in ausreichender Menge auf den Tisch kommen, sondern auch dafür, dass die Sommer nicht so heiß und die Atolle in der Südsee nicht untergehen. Das Landwirtschaftsretor in grüner Hand löst verständlicherweise größte Besorgnis unter den Betroffenen aus. Das können Sie ja natürlich, wenn Sie mal ins Land gehen, überall spüren. Die GRÜNEN opponieren gegen die EU-Landwirtschaftspolitik und beten diese Institution zugleich wie Götzen an. Nein, weder das von GRÜNEN angedachte Freilichtmuseum Deutsche Landwirtschaft mit Ökoaktivisten im selbstgestrickten Pullover, die ihre Kühe dann per Hand selbst melken, mit Schaf- und Ziegenhaltung, noch der Populismus à la CDU mit der völlig abgegriffenen Worthülse, nachhaltig können auch nur annähernd Lösungsansätze darstellen. Nachhaltig war nur das Zerstörungswerk. Unanständig ist auch, wie man die selbstgeschaffene industrielle Landwirtschaft diffamiert, der Tierquälerei bezichtigt und ihr die Verantwortung für Klima- und Artensterben zuschreibt. Sie geben vor, sich dafür für das einzusetzen, was durch Ihre Politik nachhaltig zerstört worden ist. Eine gesund strukturierte Landwirtschaft mit nötigem Freiraum für unternehmerisches Handeln. Lange überfällig ist eine eigenständige, den Gegebenheiten der heimischen Natur angepasste Landwirtschaft. Schauen Sie einmal in die Schweiz oder auch nach Österreich. Dort können Sie sich Anregungen holen. Es muss Schluss sein mit der völlig fehlgeleiteten EU-Subventionsgießkanne, deren Inhalt nicht in angemessener Weise bei den Bauern ankommt. So eine Politik können wir nicht unterstützen. Wahlen zum Europaparlament und 3 Landtagswahlen ante portas. Mehr muss man zu Ihrem Antrag nicht sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Abg. Schenk. Das war die erste Rede von Ihnen hier im Hessischen Landtag. Herzlichen Glückwunsch dazu. Damit darf ich das Wort erteilen der Abg. Scheuch-Paschkewitz für die Fraktion DIE LINKE. Hochgeschätzten Kollegin Scheuch-Paschkewitz für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, verehrte Gäste! Der letzte Sommer sollte allen vor Augen geführt haben, dass der Klimawandel die Landwirtschaft im besonderen Maße betrifft. Wir müssen in Zukunft mit erheblichen Ernteeinbußen aufgrund heißer und trockener Sommermonate rechnen. Für den Klimaschutz muss die Agrarwende deutlich schneller werden, und für die Klimaanpassung dürfen wir gute Ackerböden nicht mehr zubetonieren. Bei fortschreitendem Klimawandel brauchen wir jeden Hektar guten Ackerboden, um die Ernährung der Menschen sicherzustellen. Im Antrag der Regierungskoalition, der im Kern den Koalitionsvertrag wiederholt und die Agrarpolitik der letzten fünf Jahre lobt, heißt es, ich zitiere, der Landtag stellt fest, dass durch gezielte Förderpolitik in der Landwirtschaft gute Erfolge für die von der Landesregierung verfolgten Ziele für Biodiversität, Klima, Wasser- und Bodenschutz erzielt werden können. Ja, das ist richtig. Erfolge können erzielt werden. Das Problem ist nur, dass es rhetorische und programmatische Erfolge erzielt. In den fünf Jahren grüner Landwirtschafts- und Umweltpolitik hat das Artensterben katastrophale Ausmaße angenommen. Dem Insektensterben ist die Ausräumung der Äcker durch Glyphosat behandelte Monokulturen vorangegangen. Das Grundwasser unter den Äckern ist häufig so stark mit Nitrat aus der konventionellen Landwirtschaft belastet, dass es nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden kann. Es gibt dazu übrigens ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Die Fruchtbarkeit von immer mehr Böden ist nur noch durch den massiven Einsatz von Kunstdünger aufrechtzuerhalten. In den letzten fünf Jahren grüner Agrarpolitik konnten diese Trends nicht gestoppt werden, von einer Umkehr ganz zu schweigen. Die Negativtrends sind so dramatisch, dass es nicht eine Frage der Perspektive ist, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Das Glas hat nämlich ganz, ganz viele Löcher, und, meine Damen und Herren, und die müssen dringend gestopft werden. Zuallererst müssen wir die vorhandenen guten Ackerböden in Hessen besser schützen. Im Zeitraum von 1992 bis 2015 sind die Landwirtschaftsflächen in Hessen um 40.700 Hektar geschrumpft. Für die Fußball, nicht nur die Eintracht-Fans, auch die anderen Fußballfans unter uns, das entspricht der Fläche von ca. 90.000 Fußballfeldern. Zweitens muss die landwirtschaftliche Produktion flächendeckend ökologisiert werden und intensiviert werden. Das wird nicht ausreichen, auf einem Viertel der Fläche Ökolandbau zu betreiben und den Rest, wie gehabt, konventionell zu bewirtschaften. Eine umweltverträgliche Produktion brauchen wir auf der ganzen Fläche. Nur so können wir die ökologischen Leistungen von Äckern wie Kohlenstoffbindung, Grundwasserbildung, Artenvielfalt und die Fruchtbarkeit aufrechterhalten. Genau. Beides, Extensivierung und Klimawandel, führt zu abnehmenden Erträgen. Wollen Sie weitermachen? Gut. Wir haben ein Problem. Bereits heute ist die Hälfte der Hessen auswärts, weil die Anbauflächen für Nahrungsmittel im Land
für die eigene Nachfrage nicht mehr ausreichen. Heißt es in einer Publikation zum Bodenschutz des Hessischen Umweltministeriums aus 2016. Deshalb müssen wir um jeden Hektar Ackerboden kämpfen, meine Damen, meine Herren. Zu betonierte Ackerflächen sind für immer verloren. Gute Böden kann man nämlich nicht so einfach im Baumarkt kaufen. Wir brauchen also eine entschlossenere Bodenschutzpolitik, mehr als nur Appelle, freiwillige Maßnahmen und Programme. Das Land Hessen muss hier beispielhaft vorangehen. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, das Handeln der Hessischen Landgesellschaft, der HLG, so zu ändern, dass gute Ackerböden aus Landesbesitz nicht mehr für Gewerbeflächen und Logistikzentren zubetoniert werden können. In dem Antrag zur nachhaltigen Landwirtschaft von CDU und GRÜNEN heißt es, ich zitiere, der Landtag ist der Auffassung, dass die bisherigen 8 Ökomodellregionen sehr ambitioniert arbeiten und innovative Projekte umsetzen. Nein, dieser Auffassung sind wir ganz und gar nicht. Weder der Ökoaktionsplan noch die Ökomodellregionen der Landesregierung haben in den letzten Jahren auch nur einen einzigen Hektar Ackerboden vor der Versiegelung geschützt. Liebe Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, es ist ein Skandal und äußerst scheinheilig, dass gerade in Neu-Eichenberg, mitten in der aus Landesmitteln finanzierten Ökolandbaumodellregion Nordhessen, mit Ihrer Unterstützung 80 Hektar bester Ackerboden für ein Logistikzentrum zubetoniert werden sollen. Das Einzige, was hieran nachhaltig ist, ist die Zerstörung der Grundlage unserer Nahrungsmittelproduktion. Und damit muss endlich Schluss sein. Ambitioniert gewesen wäre, diejenigen in Neu-Eichenberg dabei zu unterstützen, das Logistikzentrum zu verhindern, für das übrigens seit 15 Jahren Investoren gesucht wurden. Ambitioniert wäre gewesen, der Gemeinde Neu-Eichenberg eine Ausstiegsoption aus dem Knebelvertrag mit der Hessischen Landesgesellschaft zu ermöglichen. Dass die HLG einer Gemeinde wie Neu-Eichenberg mit einem kleinen Budget Entwicklungskosten zwischen 900.000 und 1,2 Millionen Euro aufbürdet, falls dieses Logistikzentrum nicht zustande kommt, verhindert so eine Kursänderung. Es ist nicht die Aufgabe der HLG, die zu 61% dem Land Hessen gehört, Kommunen in desaströse Geschäfte ohne Ausstiegsoption zu verwickeln, um dann selbst anschließend Gewinne auszuweisen. Unter einer staatlichen Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung stellen wir uns etwas anderes vor. Es wäre die Aufgabe der HLG, gute Ackerböden treuhänderisch zu bewahren und nicht zu verscherbeln, meine Damen, meine Herren. Warum macht die Landesregierung der Gemeinde Neu-Eichenberg kein Angebot, das es ihr ermöglicht, die lange zurückliegende und durch den Klimawandel untragbar gewordene Entscheidung rückgängig zu machen? Das wäre ein wirklich ambitioniertes Projekt gewesen. Im Rahmen der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie, im Rahmen der Ökomodellregion, im Rahmen des Zukunftspaktes Hessische Landwirtschaft oder im Rahmen des Programms vielfältigen Ackerkulturen könnte man so einen Plan zur Rettung der Äcker in Neu-Eichenberg schmieden. Aber dazu ist es auch noch nicht zu spät. Was helfen all diese wohlklingenden Programme der Hessischen Landesregierung, wenn sie nicht in der Lage sind, nur einen einzigen Hektar Ackerboden zu schützen? Wir fordern die Landesregierung auf, die Arbeitsrichtlinien der HLG grundlegend zu überarbeiten. Die Hessische Landgesellschaft muss zu einem Frühwarnsystem für von Versiegelung bedrohten Äcker werden
und dazu beitragen, diese zu sichern, nicht um sie zuzubetonieren. Die Hessische Landesgesellschaft ist zu 100 % im Besitz öffentlicher oder öffentlich-rechtlicher Gebietskörperschaften und Institutionen. Anders als bei der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union, der GAP, kann die Landesregierung hier unmittelbar die Verhältnisse ändern. Also greifen Sie unsere Vorschläge auf, richten Sie die Aufgaben der HLG konsequent für den Klimaschutz und die Ernährungssicherheit aus. Der Klimawandel und seine Folgen lässt für Zögern, Abwarten und Versteckspielchen jeder Art keine Zeit mehr. Vielen Dank.